Servus Freunde und willkommen diesmal nicht zu einem Bike-Video, sondern tatsächlich mal zu einem Wohnmobil-Check. Und zwar unser Wohnmobil, mit dem Anna und ich immer unterwegs sind. Wir haben es Bob getauft, deshalb steht an der Seite jetzt auch seit neuestem ein Bob-Aufkleber drauf. Und bei Bob handelt es sich um ein Adria Twin Supreme 640 SGX. Das bedeutet, die ganze Kiste ist 6,40 Meter lang, auf 4 Ducato-Basis und wird von dem Wohnmobilhersteller Adria aufgebaut. Wir haben hier das 2020er Modell und waren super, super happy, dass wir das im Februar 2020 bekommen haben, bevor die gesamte Corona-Thematik losging. Damit wir autark unterwegs sein können, haben wir auf dem Dach eine Solarzelle aufgebaut, die 100 Watt Leistung bringt und im Inneren zwei Aufbaubatterien versorgt, die unabhängig von der Motorbatterie uns Strom gewährleisten. Bob hat wunderschöne große Fenster an den Seiten, die eingelassen sind, das heißt ganz, ganz wenig Windgeräusche machen und auch super schick aussehen von außen. Hier haben wir auch nochmal den Schriftzug. In dem Video möchte ich euch später noch zeigen, was wir für Umbauten gemacht haben, damit das zum idealen Mountainbiker werden wird, weil da hinten drin sind natürlich unsere Bikes. Ihr habt ja schon gesehen, dass hier kein Fahrradträger dran ist. Hier oben dran ist auch noch unsere Rückfahrkamera, die wir selber eingebaut haben. Naja, und ein Sticker muss halt auch sein, ne? Wie alle Fahrzeuge, die so zu der Kastenwagensparte gehören, hat Bob hier eine Schiebetür, eine große an der Seite, die man aufmachen kann, um halt den Innenraum zu betreten. Und da nehme ich euch jetzt mit. Hier unten hat er eine elektrische Trittstufe, die man ein- und ausfahren kann. Vorm Betreten bitte Schuhe ausziehen. So, willkommen im Inneren unseres Wohnmobils. Hier vorne haben wir die beiden Fahrersitze. Und das Besondere am 2020er Modell von den Adria Twin Modellen ist es, dass wir hier oben ein riesiges Panoramadach haben. Das verleiht dem ganzen Raum hier einfach so ein richtig schön offenes Gefühl. Ich kann hier auch noch bei meiner Körpergröße von knapp unter 1,80 auch noch ganz gut stehen. Wer viel größer ist als ich, wird es hier eng haben, aber für mich reicht die Größe super aus. Ja, und so schaut es dann mal aus, wenn man sich hier auf dem Fahrersitz es gemütlich gemacht hat und sich umgedreht hat. Wie viele Wohnmobile in der Größe haben die alle dieselben Ideen und Tricks und Tipps gehabt, um zu verwirklichen, dass man hier maximal viel Komfort auf kleinen Raum hat. Zum Beispiel der Tisch, den ich hier habe, den kann man, wenn man hier unten dran zieht, dann kann man den nämlich einfach drehen und dann kommt hier die Erweiterung für den Beifahrer raus. Auch typisch ist, dass wir an allen Fenstern, wenn man sie aufmachen kann, auch ein Fliegenschutzgitter hat. Upsala. Sodass man auch an warmen Sommertagen gut durchlüften kann. Die Küche ist klein und kompakt. Man klappt hier die Sachen hoch, hat zwei Brenner da und eine Spüle aus mit fließend warm und kalt Wasser. Also echt easy. Drüber und drunter kann man dann Sachen verstauen. Wir haben hier oben meistens dann leichte Sachen drauf und hier unten dann haben wir dann Teller, Töpfe, Tassen und was man so braucht, um zu kochen. Hinter der Küche ist dann direkt das Bad. Das Bad kann man mit so einer Schiebetür aufmachen. Da kommen wir gleich rein. Zuerst aber brauche ich den Platz, um euch mal zu zeigen, wo wir hier unseren Kühlschrank haben. Der ist, glaube ich, von der Größe her nicht zu missachten. Der ist nämlich echt gut. Da passt eine Menge rein. So, nächste Besonderheit. Nicht alle Wohnmobile haben das. Für Anna und mich war es total wichtig, dass wir ein Wohnmobil haben, in dem wir auch duschen können, ohne dass wir uns die ganze Zeit irgendwie in einem Duschvorhang irgendwie einwickeln müssen, wie so eine Mumie. Und wie ihr hier jetzt schon seht, im Bad, das hat ein Klo, das hat ein Spülbecken und wenn man jetzt hier hochguckt, ist da ein Duschkopf, aber nicht wirklich ein Raum zum Duschen. Und das Besondere ist, wenn man hier oben hingreift, kann man das komplette Bad einmal umschwenken. Oh, ich warte mal, ich mach mal Licht an. So, jetzt sieht es besser aus. Also, Klo, Waschbecken, Duschkopf hier oben. Und wenn man das jetzt umschwenkt, kommt hier hinter unser Bad zum Vorschein. Und da seht ihr ja, also hier kann ich gut rein, hier kann man gut duschen und
ist für Anna und mich echt wichtig, weil wir nach dem Sport immer super hier duschen können und dann nicht rumrennen wie so müffelnde. Im ganzen Wohnmobil haben wir hier oben so Ambiente beleuchtet, die kann man auch dimmen, aber weil jetzt gerade draußen die Sonne scheint, glaube ich, reicht das, wenn man die mal geschwind so zeigt. Weil wir oft zu zweit unterwegs sind und auch nur zu zweit fahren, haben wir die Sitzbank, die wir hier hinten haben, umgebaut und hier quasi so Staufächer hingemacht, dass wir hier überall die GoPros hintun können, Sonnenbrillen, Handschuhe von Mountainbikes, also alles Mögliche. Wenn man aus dem Wohnzimmerbereich nach hinten geht, kommen wir zum Bett und das zeige ich euch als nächstes. Hier hinten ist dann quasi der gesamte Bettbereich, wo Anna und ich uns gemütlich machen. Wir haben hier zwei Fenster, wir haben oben eine Dachluke und hier in den Schränken befinden sich von uns auch die gesamten Klamotten. Und das Besondere an diesem Wohnmobil ist jetzt eigentlich das, was ich euch hauptsächlich mal zeigen wollte. Und das ist, dass wir unsere Bikes im Wohnmobil verstaut haben. Und zwar genau hier unterm Bett. Dort befindet sich unsere kleine Bike-Garage. Um uns das Ganze mal anzuschauen, wie unsere Heckgarage aussieht, gehe ich noch mal raus und mache von hinten mal die Kiste auf. Jetzt sind wir am hinteren Teil vom Wohnmobil und wenn ich hier aufmache, kommt hier das Bett, was ihr aus dem Innenraum ja schon kennt, zum Vorschein und die Bikes. Die stehen nämlich hier unten drin. Damit wir an die Bikes locker rankommen, gibt es hier eine Taste, mit der wir das Bett hochfahren können. So. Wir haben jetzt zwei Bikes drin, aber wir hatten auch schon mehr drin. Ich glaube, das Maximum wäre 6 Stück, dann könnten wir aber den Grill und so nicht drin haben. Deshalb haben wir jetzt mal nur 2 drin, aber 4 Stück wären problemlos hier auch machbar. Fangen wir mit deinen an. Und schon sind die Bikes draußen. Das ist der Plan. Und warum diese Bikes hier so gut reinpassen und wie wir das gemacht haben, zeige ich euch jetzt. Wir haben hier in den Boden 2 Item-Profilschienen eingelassen. Eine hier vorne und eine hier hinten. An diese Schiene haben wir verschiedene so Halter gemacht, mit denen man an den Federgabeln das Ganze greift. Wir haben zum Beispiel den Veloboy hier dran. Den haben wir ausprobiert. Dann haben wir hier den Tree Frog Halter dran und hinten haben wir dann sogar noch den Ratzfatz dran. Der hat nämlich einen 20 mm Steckachse für Downhiller drin. Und dann haben wir eben hier noch einen weiter, damit wir 4 Bikes unterkriegen. Dadurch, dass wir die Bikes hier drin haben und dieses höhenverstellbare Bett, ist es so, dass wir das Bett nicht immer maximal runterfahren können, weil die Bikes relativ hoch sind. Deshalb haben wir hier unsere blaue Werkbank. Da sind zum Beispiel für Anna Ersatzschläuche drin. Hier ist das bereits bekannte Ladegerät für den Kärcher drin. Notfallset sowie einfach weiterer Kleinkram. Die hängen nämlich hier einfach locker drin an der Schiene, die bereits im Fahrzeug war. Und hier hinten hat sich Anna auch noch verkünstelt, weil diese Seitenpolster haben wir selber gemacht, damit, wenn wir das Bett nicht ganz runter haben, die Seiten eben abschließen mit dem Bett. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir 2 Haken angebracht, damit wir dort die Mountainbike-Helme dran machen können. Und ansonsten liegen hier natürlich noch die Auffahrkeile dran und ja, Stühle, Grills und Kleinkram. Hier gegenüber haben wir lauter so Schränke. Dort sind zum Beispiel Ersatzreifen drin oder Knieschoner. Und hier unten sind einfach noch ein paar weitere Mountainbike-Schuhe drin. Die Bikes reinzubekommen, ist genauso einfach wie raus. Man schnappt sich einfach sein Bike, nachdem man das Vorderrad demontiert hat. Ich habe zum Beispiel für mich den Veloboy-Adapter hier. Dort schraube ich dann einfach die Original-Steckachse wieder rein. Na, jetzt greift sie und ziehe sie danach an. Beim Veloboy greift der nicht ganz so, da muss man ein bisschen mehr drehen. Der ist ein bisschen schmäler als der Boost-Standard von 110 mm vorne. Beim Tree Frog kann man es fast normal einreißen lassen, wie wenn man einen Reifen montiert hat. Um das Vorderrad kümmern wir uns jetzt auch noch. Das muss nämlich auch noch irgendwo untergebracht werden. Und da haben wir uns was überlegt. Mein Canyon Bike kam nämlich mit so Schaumstoffpolstern, die einen Gurt dabei hatten. Und die verwenden wir hierfür. So schauen die Dinger aus. Die Dinger kann man einfach abwickeln
und damit befestigen wir dann das Vorderrad am Rahmen. Und fertig verstaut ist ein Bike. Und das zweite geht einfach daneben. Und wenn wir vier reinmachen wollen, dann geht halt eins vorwärts, eins rückwärts, eins vorwärts, eins rückwärts. Und da hat man natürlich den Nachteil, dass man dann nur die Bikes rausbekommt, wenn die anderen Bikes auch schon rausgeholt wurden, wenn man an die rückwärts geparkten Bikes möchte. Oh, Anna packt jetzt auch erst wieder ein. Wir wollen ja nicht den ganzen Tag hier rumstehen. Unser Bob hat einen 100 Liter Wassertank. Mit dem kommen wir relativ lange aus, so ungefähr 4 Tage, inklusive Duschen und Kochen und Abspülen. Der Abwassertank von Bob ist nur 80 Liter, das ist normal, weil ja ein Anteil oder ein gewisser Rest, der geht ja dann auch noch in die Toilette. Aber ansonsten ist Bob für uns das ideale Reisemobil, mit dem wir jetzt schon ein Jahr unterwegs sind und mit dem wir richtig viel erlebt haben. Bob ist die 160 PS Variante und richtig besonders bei dem auch, das gab es nämlich erst seit 2020, ist das Automatikgetriebe, was wir verbaut haben. Da. Hier hinter mir hängt noch einmal eine Korkwand, wo wir dann planen, die ganzen Sticker von den ganzen Bikeparks draufzupacken. Und momentan haben wir halt hauptsächlich die Bike Republik Sölden, Saalbach haben wir drauf und die ganzen Sticker von den ganzen Komponenten, die wir in unseren Bikes haben. Ja, liebe Freunde, das war das Wohnmobil, mit dem Anna und ich immer unterwegs sind. Von uns liebevoll Bob genannt. Unser Adria Twin Supreme 640 SGX. Und wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr noch weitere Sachen zu diesem Wohnmobil wissen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen, alle Fragen zu dem Wohnmobil zu beantworten, weil ich es super toll finde und ich finde, dass es das Wohnmobil verdient hat, vorgestellt zu werden. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich freue mich natürlich über jedes Abo und jeden Like. Und dann fahre ich auch wieder Fahrrad. Also, bis denn. Cheers!